Kommt der Klima-Lockdown oder nicht, werden wir alle bald auch noch fürs Klima weggesperrt? Diese Frage hat mich heute bewegt und diese Frage habe ich auch Herrn Seibert gestellt. Ja, warten Sie auf die Antwort. Es war heute sehr wenig Besuch auf der Bundespressekonferenz. Ich habe viele Fragen gestellt. Unter anderem ging es um die Privilegien wieder für Geimpfte und um die Operation Abendsonne und auch noch um andere Dinge, aber erst der Reihe nach. Und zwar hat Herr Seibert heute von sich aus das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes nochmal angesprochen. Er wurde gar nicht danach gefragt, aber es war der Regierung offenbar ein Anliegen, da noch einmal etwas loszuwerden. Und ich habe mich mit diesem Urteil ja schon beschäftigt und mir macht dieses Urteil Angst. Schauen Sie sich die Frage an. Sollen wir vielleicht was zu Klimaschutz sagen? Ja, da würde ich auch gerne noch drauf kommen, falls es gar keine Fragen mehr gäbe dazu, was überraschend wäre. Ich würde auch sagen, wir wechseln. Herr Seibert, Karlsruhe hat in dem Urteil, auf das Sie sich beziehen, unter anderem ausgeführt, künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Können, müssen wir uns darauf einstellen. Danke. Ich habe hier das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht auszulegen, sondern wir haben es zu respektieren. Wir haben es natürlich genau studiert und wir haben als Bundesregierung den Willen, jetzt sehr schnell, schon bis zur nächsten Woche im Kabinett, so zu handeln, gesetzgeberisch etwas vorzuschlagen und dann in den Bundestag zu bringen, was die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts aufgreift und erfüllt. Es ging mir nicht um eine Auslegung, sondern darum, plant die Bundesregierung etwas in dieser Richtung oder kann sie es ausschließen? Danke. Ich weiß nicht, was etwas in dieser Richtung sein soll. Was wir planen als Gesetzentwurf wird hoffentlich in der nächsten Woche auch tatsächlich dann vorliegen. Dann können wir darüber reden. Es ist doch mal ganz grundsätzlich zur Kenntnis zu nehmen, dass das Bundesverfassungsgericht die Freiheitsrechte junger Menschen folgender Generationen beeinträchtigt sieht, wenn die Politik heute nicht so handelt, dass wirklich auch die Ziele erreicht werden können, zu denen uns auch das Pariser Klimaabkommen verpflichtet. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben so zeitig handeln, dass nicht nach 2030 unverhältnismäßig hohe Einschränkungen der Freiheitsgrundrechte der heute jüngeren Menschen notwendig sind. Ja. Aber nochmal ganz konkret, halten Sie es für möglich, dass jetzt gravierende Freiheitseinbußen die Regierung einführt in absehbarer Zeit? Ich, ehrlich gesagt, Ihre Argument hat, Ihre Interpretation von Freiheitseinbuße mag, Ihre Interpretation von Freiheitseinbuße mag nicht jedermanns sein. Wir arbeiten für einen Klimaschutz, der erstens dazu führt, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens auch wirklich erreicht werden können. Das ist für uns alle, das ist für die Welt von vitaler Bedeutung. Wir arbeiten dafür, dass Deutschland ein Land sein kann, das mit diesen Zielen floriert und prosperiert, dass unsere Wirtschaft davon etwas hat, dass sie leistungsfähig, innovativ ist und damit genauso exportfähig wie bisher und in den letzten Jahrzehnten, nur eben vielleicht mit anderen Produkten. Und ich glaube, die Wirtschaft ist schon viel weiter, als manch Zweifler denkt. Aber Sie schließen es nicht aus. Ich kann mit Ihrer pauschalen Frage ehrlich gesagt nichts anfangen. Warten Sie ab, was wir in der nächsten Woche als Gesetzentwurf einbringen. Schauen Sie sich, was Sie sicherlich getan haben, das Klimaschutzgesetz, das ja im Kern auch vom Gericht bestätigt worden ist, an, das ja ganz konkret über bestimmte Lebensbereiche spricht, vom Verkehr bis zum Wohnen und so weiter, Heizen und so weiter, und ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus. Themenwechsel. Kollege, bitte. Ja, ich habe da nicht locker gelassen. Ich konnte dann auch sogar noch eine zweite Nachfrage stellen. Dadurch, dass eben keine anderen da waren. Und nun muss man ganz fair dazu sagen, wenn man jetzt unsolide wäre, dann würde man sagen, Regierung schließt Klima-Lockdown nicht aus. Weil man kann ja immer fragen, schließen Sie etwas aus? Und
das muss man ja selber dir zugute halten. Eine Regierung kann eigentlich nie irgendetwas ausschließen. Ich kann auch nicht ausschließen, dass mir jetzt gleich ein Komet auf den Kopf fällt. Um Gottes Willen, das wollte ich nicht beschwören. Sofort kommt hier ein Windstoß. Da fällt mir eher noch die Kamera auf den Kopf. Ja, das ist ja hier orkanartig. Hier wird gerade ein Auto verpackt und diese armen Leute können die Hülle kaum halten. Aber auch wenn dieses Ausschließen schließt nicht aus, unsolide wäre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das klang jetzt für mich nicht so, als ob man das nicht vorhabe oder genauer gesagt zumindest mit diesem Gedanken spielt. Und das ist etwas, was mich zutiefst beunruhigt. Ja? Wir haben eine abstrakte Gefahr, das heißt, die Gefahr ist ja nicht abstrakt, den Klimawandel leugnet, den benutze ich schon das Framing der Regierung. Den Klimawandel streitet so viel, ich weiß niemand ab, auch dass es einen menschlichen Einfluss gibt, streiten die wenigsten ab. Die Frage ist, wie groß ist der menschliche Einfluss und wie viel kann Deutschland alleine machen? Und diese Fragen, die sind sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich überlegt, in Deutschland dann möglich Freiheitseinschränkungen, wo Deutschland wirklich einen, es sind viele Nullen vor dieser Prozentzahl, die Deutschland am allgemeinen, am CO2 in der Atmosphäre hat. Und auf diese abstrakte Weise Freiheitsbeschränkungen durchzusetzen, also ich halte das für ausgesprochen bedenklich, wenn es soweit käme. Ich halte es schon für bedenklich, dass Karlsruhe das genehmigt hat. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie eng Karlsruhe im Moment mit der Politik ist, der Präsident des Verfassungsgerichtes wurde ja faktisch von Merkel installiert, das müssen wir ehrlich sagen, der gleichen Merkel, die solche Sachen in anderen Ländern kritisiert. Und das Verfassungsgericht ist in vielem, nicht in allem, stramm auf Linie. Und wenn es diese Vorlage gibt, dieses Verfassungsgericht, nicht das vor ein paar Jahren, das wir noch hatten, wenn dieses Verfassungsgericht diese Vorlage gibt, dann ist der Verdacht da, dass die Regierung das ausnützen will. Jetzt werde ich hier schon übertönt von Bauarbeiten. Und heute, das, was wir hier hörten, war alles andere als ein Ausräumen dieser Befürchtungen. Operation Abendsonne, schauen Sie sich das an. Themenwechsel von Herrn Reitschuster, bitte. Ich zuerst. Ja, ja, machen wir den Wechsel. Okay, eine Frage an Herrn Seibert. Es gibt Berichte, wonach jetzt 71 Beamte noch vor der Wahl befördert werden. Da gibt es Kritik, man sagt Operation Abendsonne und da werden Karrieren einfach nochmal gefördert. Wenn Sie kurz zu dieser Kritik in den Medien Stellung nehmen können. Dazu ist ja schon Stellung genommen worden. Ich kann Ihnen nur sagen, also ich kann Sie verweisen auf das, was einzelne Ministerien dazu bereits der Presse zugeleitet haben. Auswahlentscheidungen bei Stellenbesetzungen finden entsprechend der verfassungsrechtlichen Vorgaben statt, nach einer besten Auslese. Da zählen Eignung, Befähigung und fachliche Leistung. Gerade der Vergleich auch mit dem Jahr 2019 verdeutlicht, die Zahl der bisher in diesem Jahr vorgenommenen Beförderungen ist nicht ungewöhnlich. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht, was Sie dazu konkret von mir hören wollen. Das ist Ministerium für Ministerium, kann darauf antworten. Ich kann Ihnen für das Bundeskanzleramt, für das Bundespresseamt, für die Kulturstaatsministerin sagen, dass das Kanzleramt frei werdende Arbeitsplätze bedarfsgerecht besetzt, um sicherzustellen, dass die Aufgaben des Hauses qualifiziert erfüllt werden können. In diesem Zusammenhang erfolgen Beförderungen, aber wie ich gerade gesagt habe, unter Beachtung der personalrechtlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben. Entsprechende Entscheidungen stehen jeweils am Ende vorbereitender Verfahren. Zu konkreten Personalangelegenheiten einzelnen Stellen äußern wir uns wie üblich nicht. Das ist das, was ich Ihnen für Bundeskanzleramt, Bundespresseamt und die Kultur- und Medienbeauftragte sagen kann. Will sich die Kanzlerin das nochmal anschauen aufgrund der Vorwürfe? Ich habe dazu jetzt für das Kanzleramt Stellung genommen und es gibt dazu jetzt von mir aus nicht mehr zu sagen. Danke. Ich hätte vielleicht eine Ergänzung auch für das Verteidigungsministerium, gerade auch, weil die Berichterstattung nicht das abbildet, was wir auch an Informationen zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte zur Berichterstattung sagen, alle Stellen, die in Rede stehen, werden grundsätzlich intern besetzt, sprich es ist kein neues Personal eingestellt worden.
Außerdem muss man betonen, die Prüfung von Personalbedarf ist ein kontinuierlicher Prozess bei allen Ressorts. Und wir müssen dabei zum Beispiel berücksichtigen, ob neue Aufgaben für das BMVG hinzukommen oder ob sich der Umfang ändert. Beispiele haben wir bei uns auch, zum Beispiel Beteiligung an der Hensoldt AG ist eine von den Dingen, die dann auch neue Fachaufsichtserfordernisse bedeuten. Wir haben außerdem noch eine Aufarbeitung von einem Untersuchungsausschuss, wo wir auch ganz klare Aufträge haben, Fachaufsichtsfunktionen zu stärken. Die führen dann dazu, dass gegebenenfalls neue Aufgaben auch zu neuen Stellen führen. Was ich auch noch hinzufügen muss, wir haben einige von diesen Stellen, die hier in Rede stehen, die auch umgewidmet worden sind. Das bedeutet, dass wir militärische Dienstposten wieder auch im Bereich des Militärs zurückführen wollen und sie im Ministerium in zivile umgewandelt haben. Das bedeutet, dass in Teilen den Stellen, die neu geschaffen worden sind, auch Stellen, die abgeschafft worden sind, im gleichen Zuge gegenüberstehen. Das Ganze rundet dann das Bild ab und würde auch zu einer vollkommen anderen Schlussfolgerung führen. Ja, auch hier 71 Beamte, die jetzt noch kurz vor Ende dieser Regierung hochgestuft werden. Und ich kommentiere es nicht. Interessant ist, dass der Herr Altmaier, wenn ich mich richtig erinnere, trotz meines Alzheimers noch vor einiger Zeit gesagt hatte, sowas dürfe nicht sein. Und jetzt passiert es ausgerechnet in seinem Ministerium vermehrt. Und das Verteidigungsministerium hat heute Stellung bezogen, das Wirtschaftsministerium nicht. Dann ganz groß der Komplex Corona. Da wollte ich zum einen etwas wissen zu den Sonderrechten. Schauen Sie es an. Herr Schuster. Eine Verständnisfrage an Frau Nauber. Frau Nauber, es heißt ja, dass von Geimpften kaum noch eine Gefahr ausgeht. Deswegen werden weitreichende Erleichterungen diskutiert, etwa Ausnahme vom von der nächtlichen Ausgangssperre. Gleichzeitig bleibt aber die Maskenpflicht in Kraft. Könnten Sie diesen Widerspruch für mich auflösen? Danke. Vielleicht möchte der Kollege vom BMJV anfangen. Ja. Genau, also ich kann da zunächst auf die Äußerungen der Ministerin verweisen. Sie hat auf der einen Seite völlig richtig gesagt, die Impfung weist uns den Weg aus der Pandemie. Sie hat aber auch betont, dass der Erfolg der Impfung nicht bedeutet, dass wir jetzt achtlos werden dürfen. Auch bei Geimpften besteht ein Restrisiko. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass diese Anforderungen eines Abstandsgebots und des Tragens von Masken vergleichsweise geringfügige Grundrechtseingriffe sind, häufig in Situationen erforderlich sind, wo keine Kontrolle stattfinden kann von einer Vielzahl Personen, welche davon geimpft ist oder nicht. Und deswegen ist es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vertretbar, auf diese Regelung noch nicht zu verzichten, sondern die aufrechtzuerhalten. Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Nachfrage? Bitte. Ja. Aber verstehe ich das richtig, wenn man die Maskenpflicht beibehalten will, dass dann die Gefahr nicht gegen Null gehen kann, weil dann würde die Maskenpflicht ja keinen Sinn mehr machen, wenn die Gefahr gegen Null geht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Also solange ein Restrisiko besteht, das Ausmaß hat, wie es im Moment noch ist, soll die Maskenpflicht aufrechterhalten werden. Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Die Frage war, wenn es gegen Null geht, also wenn man sagt, es ist keine Gefahr, wie ist es dann aus verfassungsrechtlicher Sicht rechtfertigbar, dass man eben diese Pflicht noch bestehen lässt? Also entweder oder in meinen Augen. Sollte das Risiko ganz ausgeschlossen sein, was im Moment nicht der Fall ist, wäre auch die Maskenpflicht nicht mehr aufrechtzuerhalten. Aber da sind wir im Moment nicht. Danke. Sie sind doch auch immer dabei, wenn Herr Professor Wieler hier zusammen mit dem Gesundheitsminister auftritt. Und er hat sich doch genau dazu geäußert. Das RKI hat sich doch genau dazu geäußert. Es bleibt ein individuelles Restrisiko auch bei geimpften und genesenen Personen, das ich Ihnen hier nicht quantifizieren kann. Es ist aber erheblich geringer als bei jemandem, der weder geimpft noch genesen ist. Und deswegen sind wir eben nicht bei Null. Und deswegen ist der Appell und auch die Aufforderung, weiterhin Abstandsgebote einzuhalten, Masken zu tragen, nicht nur sinnvoll, gesundheitspolitisch sinnvoll, sondern auch zumutbar. Also die Frage war ja, kann man diese Diskrepanz ausräumen?
Also so richtig ausgeräumt ist sie bei mir nicht. Entweder die Gefahr geht gegen Null, dann würde ich sagen, auch keine Masken, oder die Gefahr geht eben doch nicht gegen Null, dann sind die anderen Einschränkungen auch wieder unter Frage. Böse sagen ja, dass vor allem die älteren Menschen geimpft sind und vor allem die älteren Menschen deswegen jetzt diese Sonderrechte bekommen, die man nicht Sonderrechte nennen darf, und dass das mit den Wahlen zu tun haben könnte, weil gerade die älteren Menschen ja fleißige Wähler sind. Wollen wir mal hoffen, dass das eine der vielen Verschwörungstheorien ist, wie man heute kritische Hypothesen oder kritische Auseinandersetzung mit der Regierung ja nennt. Eine weitere Frage richtete sich nach den Zahlen zu den Geimpften. Schauen Sie es an. Herr Reitschuster. Eine Frage noch an Frau Nauber. Gibt es Erhebungen, wie viel Prozent der positiv Getesteten, der in Krankenhäuser Eingelieferten und der an Covid-19 Verstorbenen geimpft sind? Wenn ja, welche? Wenn nicht, warum nicht? Danke. Das kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen. Ich kann gerne schauen, ob es da Daten zu gibt. Können Sie nachreichen, ja? Wenn es dazu Daten gibt, dann kann ich da gerne was nachreichen. Danke. Gut, dann habe ich zum weiteren... Also ich bin gespannt, ob und wann das nachgereicht wird. Weitere Frage drehte sich um den Müll. Herr Reitschuster. An das Umweltministerium zum Thema Abfall von Masken. Gab es immer wieder Berichte, Ärger um Entsorgung. Haben Sie dann Monitoring? Wie beobachten Sie das? Welches Resultat gibt es da? Danke. Ja, also wir monitoren jetzt nicht als Selbstzweck. Ich kann sagen, zu Masken, die sollten Sie bitte im Restmüll entsorgen. Da werden Sie rückstandsfrei verbrannt. Recycling ist gut, Recycling von Coronaviren ist schlecht. Die Frage war aber auch, ob Sie es beobachten. Haben Sie Erkenntnisse, wie groß das Problem ist, inwieweit das eingehalten wird? Weil es gab immer wieder Berichte, dass es Probleme gibt. Sind Ihnen die bekannt? Was machen Sie dagegen? Danke. Also wir haben keine Mitarbeiter, die jetzt Masken zählen, die irgendwo in der Umwelt landen. Das haben wir nicht. Würde auch nichts bringen. Unser Appell ist, bitte werfen Sie die gebrauchten Corona-Masken in den Restmüll. Gut. Ja, und auch da war ja nicht meine Frage, ob das Ministerium jetzt jede Maske prüft, ob die weggeschmissen wird, sondern ob man hier das Phänomen im Auge hat. Sie können selber entscheiden, ob Sie den Eindruck haben, dass das Phänomen im Auge behalten wird oder nicht. Dann hatte ich noch eine weitere Corona-Frage. Hören Sie sich auch diese Corona-Frage an. Herr Reitschuster. Teilweise hat Herr Seibert die Frage schon beantwortet. Es geht um eine Kritik des Verbandes der Amtsärzte. Der hat gesagt, die aktuelle Impfdokumentation sei nicht fälschungssicher. Darum mache es keinen Sinn, solange man das nicht fälschungssicher hat. Und der zweite Kritikpunkt war, durch eine Ausnahme von der Einreisequarantäne und möglicherweise Testungen könnten Mutanten eingeschleppt werden. Das ist der Verband der Amtsärzte. Wie stehen Sie zu diesen Kritikpunkten? Danke. Ja, zu der Frage der Fälschungen habe ich mich gerade geäußert. Es gibt immer ein Missbrauchsrisiko. Deswegen ist sicherlich der digitale Weg der, den wir gehen wollen. Und dazu hat die Kollegin es gesagt. Es ist mir aber trotzdem wichtig, dass Menschen nicht in irgendeiner Weise das Gefühl bekommen, es handele sich dabei um ein Kavaliersdelikt, sondern es ist Urkundenfälschung, strafbar. Genau, also zu der Fälschungsfrage habe ich insoweit keine Ergänzung, dem kann ich mich anschließen. Richtig ist, dass man die Entwicklung von Virusvarianten im Blick behalten muss. Das ist in der Verordnung auch ausdrücklich festgehalten. Einerseits in der Begründung, dass man das also fortlaufend beobachten muss. Und es gibt aber eben auch Ausnahmen von den sogenannten Absonderungspflichten, also von der Quarantäne. Wenn man Kontakt zu einer Person hatte, wo klar ist, dass wo ein Nachweis besteht, dass die mit einer Virusvariante, die in Deutschland noch nicht verbreitet ist, infiziert ist, oder wenn es eben um eine Einreise aus einem Virusvariantengebiet dieser Kategorie geht. Also das ist in der Verordnung berücksichtigt worden. Nachfrage, ja. Sie haben, Herr Seibert, Sie haben den ersten Teil jetzt nur teilweise beantwortet mit einem Appell. Die Forderung der Amtsärzte war, so lange zu warten, bis es fälschungssicher ist und auch klar erkennbar. Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Danke. Ich glaube, die
Justizministerin hatte sich dazu vielfach geäußert. In dem Moment, wo die wissenschaftlichen Erkenntnisse ergeben, dass von einer geimpften oder genesenen Person eben ein deutlich minimiertes Risiko nur noch ausgeht, muss ein Staat darüber nachdenken, ob Grundrechtseinschränkungen, und um solche handelt es sich ja bei Ausgangs- und Kontaktsperren, noch vertretbar noch aufrechterhalten werden können. Und genau deswegen haben wir jetzt in dieser Verordnung diese Ausnahmen beschlossen. Ja, und wenn ich das jetzt nicht kommentiere, dann hat das den einfachen Grund, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, welche Corona-Frage das war. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, es waren so viele Fragen heute, dass ich zumindest eine schon vergessen habe. Aber ich hoffe, das sehen Sie mir nach. Dann zum Schluss, wie immer, schneide ich noch die eine oder andere Frage von Kollegen rein. Mit oder ohne Antwort, bitte schauen Sie sich das an. Meine Frage richtet sich an Sie, Herr Lädchen. Und zwar geht es um den offenen Brief einiger... Ich bin hier nicht dazu, um Fragen zu beantworten. Das können wir gerne nachher klären. Na, es geht ja um die Bundespressekonferenz als solches. Genau, aber die Bundespressekonferenz ist hier nicht Auskunftgeber, sondern ich bin hier, um eine Pressekonferenz zu leiten, in der Fragen an die Vertreter der Bundesregierung gestellt werden. Okay, machen wir das nachher dann. Die Bundespressekonferenz, der Vorstand der Bundespressekonferenz ist ganz normal ansprechbar, aber nicht in dieser Regierungspressekonferenz. Alles klar. Haben Sie denn, Sie haben gesagt, Sie wollen die Dialog haben mit der jüngeren Generation. Haben Sie schon denn berücksichtigt, also Fridays for Future oder meinetwegen andere Bewegungen, aber junge Leuten schon jetzt, weil es tatsächlich praktisch um deren Beschwerden ging? Sind die schon in diese frühen Prozesse mit eingebunden? Und wenn nicht, haben Sie Pläne, die dann später mit einzubinden? Danke. Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Freiheitsgrade der jungen Generation zu respektieren. Zusatz. Aber Sie haben nicht vor, einen runden Tisch sozusagen, entweder mit den jungen Menschen, die das denn vor Gericht gebracht haben, oder von Teile andere junge Klimaschützer, bevor tatsächlich Sie mit diesem Vorschlag dann vor den Bundestag gehen? Wir sprechen viel mit jungen Menschen, auch in Kürze wieder in unserem Aktionsbündnis Klimaschutz, das die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen auch umfasst. Und da ist auch die Stimme der Jugend vertreten. Der Bundesinnenminister hat heute die Vereinigung ANSA International e.V. und ihre Teilorganisationen verboten. Die Vereinigung ANSA International hat Geld und Sachspenden innerhalb der islamischen Gemeinschaft in Deutschland für scheinbar karitative Projekte gesammelt. Diese Spenden dienten allerdings als finanzielle Unterstützung für unterschiedliche terroristische Vereinigungen weltweit. ANSA International hat nicht nur das Vertrauen der Spenderinnen und Spender missbraucht. Das Netzwerk richtet sich insbesondere gegen den Grundgedanken der Völkerverständigung, die verfassungsmäßige Ordnung und unsere Strafgesetze. Bundesinnenminister Seehofer sagte dazu, wer angeblich Spenden für einen guten Zweck sammelt, dann aber Terroristen finanziert, kann sich nicht hinter unserem Vereinsrecht verstecken. Unsere Sicherheitsbehörden sind hochwachsam und auf keinem Auge blind. Danke. So, das war es heute von der Bundespressekonferenz. Ich denke, dieser Tag hat wieder gezeigt, wie wichtig dieses Format ist, wenn man es nützen kann. Und Sie können jetzt alle selber entscheiden, ob diese Vorwürfe stimmen, ob das böse Propaganda ist, die ich da betreibe, oder ob das einfach kritischer Journalismus ist, wo man der Regierung Fragen stellt, die man für wichtig hält. Vielen Dank, alles Gute, das war's für heute. Schauen Sie wieder rein. Tschüss. Und natürlich habe ich wieder etwas vergessen und ich ziehe jetzt auch schon so an der Kamera, dass ich sie selber umschmeiße ohne Wind. Und zwar schauen Sie auf meine Seite, unglaublich interessante Geschichte über eine Lehrerin, die Fragen zu Masken hatte und der man deswegen jetzt schon indirekt damit droht, dass man das Sorgerecht ihr in Frage stellt für das Kind. Und warum mich das besonders betroffen macht, weil ich gestern mit einem Politiker gesprochen habe,
von einer der Parteien, die schon lange hier im Bundestag ist. Und er sagte mir, seine große Sorge ist, dass man bei besonders lautstarken Kritikern dieser Politik oder Leuten, die aufmüpfig seien, dann auch irgendwann mal die Frage nach dem Sorgerecht stellt. Und da wurde mir ganz anders zumute, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wurde mir unheimlich zumute. Und wie gesagt, das ist kein Verschwörungstheoretiker, nicht mal von den üblichen Verdächtigen, sondern wenn man sowas schon hört, hier aus der Mitte des Bundestages. Ich hoffe, dass es nicht stimmt, sonst wird man ja verrückt, wenn man glauben würde, dass etwas stimmt, dass es einfach nur eine Befürchtung ist. Aber danach kam eben dieser Beitrag und das hat mich dann schon sehr, sehr nachdenklich gemacht. Ich gebe es so weiter, wie ich es gehört habe, sehe ich als meine Pflicht an, weise aber auch darauf hin, dass es einfach nur eine Warnung bzw. ein Verdacht ist. Aber nachdem ich dann diesen Fall hier von dem gehört habe, lesen Sie auf meiner Seite, da wurde mir etwas anders zumute. Also so ist es im besten Deutschland aller Zeiten und ich finde ja schon allein, wenn man so etwas vom eigenen Land sagt, dann ist das wieder genau der Größenwahn, den wir eigentlich nicht mehr wollten und den wir verhindern wollten. Und bevor es mich jetzt hier wegweht, mache ich jetzt wirklich Schluss. Alles Gute. Danke. Ciao. Schauen Sie wieder rein. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, kein anständiges Backstage heute, keine großen Fehler gemacht, nur das Wehen der Kamera. Ich kann Ihnen hier nur noch mal einen kleinen Blick zeigen und drehen kann ich die auch nicht richtig, die Kamera, weil sie fest ist. Also ich bekomme nicht mal mehr ein anständiges Backstage zusammen. Aber beim nächsten Mal sind dann sicher wieder gröbere Fehler dabei, die kleinen mache ich ja ohnehin und das ist auch viel Freude für meine Hater und diese Freude gönne ich Ihnen, dass Sie sich an sprachlichen Fehlern ergötzen. Das ist sogar wunderbar, das zeigt, dass Sie offenbar relativ wenig anderes zu kritisieren haben. Alles Gute, danke, ich wünsche Ihnen was, ciao, auf Wiedersehen. Ich war jetzt etwas irritiert, weil hier einer der Sprecher von der Bundespressekonferenz. Ich dachte schon, er kommt auf mich zu, aber er ist noch nicht auf mich zugekommen. Alles Gute, danke, ciao.